Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir wollen jetzt nochmal in diese Richtung hier gehen und schauen, ob wir doch noch vielleicht ein paar Wölfe finden können. Ich hab mir das schon gedacht. Ich habe hier jetzt auch einen zweiten Spielstand jetzt auch noch zusätzlich gemacht. So, also zweimal gespeichert, das heißt also, die sind jetzt beide hier im selben Speicherstand. Also unser allseits beliebtes System hier, das eine quasi regelmäßig gespeichert wird und das andere so an gewissen Stellpunkten oder wie man das jetzt nennen mag. So, und jetzt ist die Frage, wo finden wir ein paar Wölfe? Da sehe ich schon mal einen. Die Frage ist, wo ist der jetzt hin? Da. Da sind sogar mehrere. Wieso hab ich... Wieso kann ich jetzt nicht zwischen den Waffen wechseln? Wieso kann ich das jetzt nicht wechseln? So. Wenn ich den hier jetzt... hoppla. Wenn ich den hier jetzt wegmache... Wieso kann ich jetzt nicht auf den Bogen? Warte mal, weil wir keine Pfeile haben, ne? Das ist der Grund. Deswegen können wir... Können wir nicht... So... Das sind drei Wölfe und sogar richtige ausgewachsen. Uiuiui. Drei ausgewachsene. Und da ist noch eine Blutfliege. Und ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Komme ich hier hoch? Nein? Ah, nein. Ah, scheiße. Ja, dann können wir jetzt hier nochmal laden. Wir wissen zumindest, dass da drei Wölfe sind. Jetzt fehlen mir aber tatsächlich Pfeile, die ich nicht habe, weil ich die verballert habe. Wo hast du das denn schon wieder her? Ist das wirklich... Naja, egal, wir versuchen das noch einmal. Es war genauso, wie du sagst. Aber das ist auch sehr, sehr bewuchert da vorne. Dass man kaum sehen konnte, wo man hinläuft und gleich, dass da drei sind. Das ist wohl ein bisschen viel. Obwohl, wir haben schon Stärke 30, aber 64 Gesundheit, das reicht nicht. Müssen wir trotzdem irgendwie hinkriegen. Es irgendwie versuchen. Ich schaue mal, ob wir vielleicht hier irgendwo... Warte, da liegt sogar noch was. Eine Spruchrolle. Hatte ich hier alles liegen gelassen gehabt? Na, ich hoffe, das wird jetzt keine großen Auswirkungen haben, was wir da mit ihm angestellt haben, dass wir den verpfiffen haben. Kann man hier runter? Hier ist ein Lager von Goblins. Aber hier sehe ich jetzt keinen Weg, dass man normal runtergehen kann. Dabei brauchen wir jetzt gerade ein paar Wölfe. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwo ein paar Wölfe. Ein Weg. Nee. So. Oder sonst noch irgendwie was, was wir heilpflanzen. Die nehmen wir mit. Gibt es sonst noch was? Ist hier Cavallon auch immer noch irgendwo unterwegs? Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass wir Cavallon als einen der ersten hier aus dem alten Lager wiedersehen. Also aus dem ersten Teil.
Aber hier sind jetzt sonst... Okay, mit unter Xardas, also direkt nach Xardas. Ah, da ist er ja. Kavalorn. Hier liegt ja sogar noch was. Schwerer Ast. Noch ein schwerer Ast. Der gönnt sich erstmal... Ui, rostige Axt. Ist 40 wert, aber die können wir nicht benutzen, weil auch 40 Stärke benötigt wird. Und wo geht denn das hier hin? Ja, speichern wir erst einmal. So. Da unten sehe ich schon ein paar Tiere. Da ist Xardas Turm. Nochmal Blauflieder. Aber hier geht es auch nicht wirklich weiter. Ne, mit dem können wir auch nicht groß reden. Vor allem auch riesige Spinnennetze hier überall. Gibt es hier oben noch was? Haben wir hier vielleicht noch irgendwas vergessen? Oder übersehen? Bisher noch nicht. Glaube ich zumindest, dass wir hier jetzt nichts übersehen haben. Die Truhe haben wir ja schon geplündert. Das Bild würde ich gerne mitnehmen. Boah, ich finde es echt schade, dass wir hier die... ich wollte schon eben Erz, also die Erzrüstung nicht mehr haben. Und auch nicht mehr Uriziel. Das finde ich jetzt echt schade. Aber ich frage mich jetzt gerade auch, wo genau sind wir jetzt auf der Insel Korinnes? Und wo... Hier geht es ja auch noch hoch. Also wo genau wir auf der Insel Korinnes sind und wo ist denn jetzt das Minental, da wo wir im letzten Teil waren, also im ersten Teil meine ich jetzt. So. Ich könnte eigentlich auch rein theoretisch die ganzen Schafe hier verkloppen. Aber ich glaube, das lassen wir erst einmal. Oh, Weidenbeere. So. Die Frage ist, wie kommen wir erstens da runter und zweitens, wie kommen wir danach wieder da hoch? Also hier hoch. Boah, wie geil. Man sieht Xardas Turm von hier aus. Hier haben die was an der Weitsicht gemacht, auf jeden Fall. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts zu tun, ne? Doch, da oben gibt es noch was. Gehen wir mal da hoch. Hier sind noch ein paar Schäfchen. Vielleicht zwei von denen, okay. So, komm. Komm! Da ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts zu holen, ne? Ich höre hier noch was. Irgendwas ist hier noch. Oben in den Bäumen vielleicht? Obwohl, das glaube ich nicht. Aber hier muss noch vielleicht noch irgendwas rumliegen. Hier! Eine Steintafel.
So, Steintafel Lebensenergie. Eine Steintafel umgibt eine magische Aura. Das kann ich nicht lesen. Super. Geil. Das kann ich nicht lesen. Okay, gut, dann gehen wir da mal wieder runter. Wie viel fehlt uns jetzt noch für die nächste Stufe? Wir haben gerade mal nur die Hälfte. Kleines bisschen mehr als die Hälfte. So. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier jetzt mal in Wölze kommen. Zumindest an die drei, die da hinten sind. Habe ich jetzt auch was für die Gesunden? Ja, ein bisschen was für die Gesundheit habe ich ja eingesammelt. Ach, hier haben wir schweren Ast. So, das müsste jetzt reichen. Ah, okay, von hier kommen wir. Von der Unter. Ah, okay, hier kommen wir. Wieder rein. Oder wieder hoch. Wir müssen schon halt an den Blutfliegen vorbei. Ernsthaft? Wie schnell ist der? Komm. So. Jo, den haben wir. Nichts zu plündern. Hat uns aber Hälfte unserer Gesundheit schon wieder gekostet. Müssen wir wieder fressen. Oder wir speichern das jetzt auch noch einmal. So. Und schnappen uns den anderen auch noch. Komm. Komm. Alter, kann doch nicht sein. Okay, der weiß Bescheid. So. Da ist nichts zu. Hier auch nichts. So, wo führt's da lang? Was gibt's denn da? Das würde ich jetzt gerne wissen. Snapper. Ja, da lieber noch nicht hin. Da sind wir die Wölfe doch ein bisschen einfacher. Was macht ein Snapper so nah hier an der Stadt? Da hinten sind schon die Wölfe. So, wieder was futtern. Und jetzt speichern. Kann sein, dass wir jetzt gleich wieder drauf gehen. Wir müssen erstmal einen anlocken. Nein, 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 nein. Nicht alle drei. Nicht alle drei. Einer reicht. Ja, nur du. Nur du. Oh, und es kommen alle drei. Ja, komm. Das überstehen wir nicht. War klar. Ja. Okay. Da kommen alle drei. Können wir die zur Wache locken?
Oh, da ist ein Nachtschatten auch noch. Jo. Alter. Ja, komm. Nur noch ein paar Meter. Komm. Nein. Okay. Nochmal anlocken. Und ein bisschen schneller sein, ja? Kommt. Sind die schon hinter uns her? Ja. Oh, hier gibt's Dunkelpilze. Ach so, ist nur einer jetzt hier. Hm. Komm her, Mistvieh. Ich hab's immer noch drauf. Jo. Das nehmen wir alles mit. So, dann futtern wir jetzt nochmal das Fleisch. Und locken den nächsten an. Aber warum hat jetzt nur einer uns gejagt? Da waren noch drei. Jetzt mittlerweile zwei, aber... Und ich finde es schade, dass ich jetzt die Erfahrungspunkte nicht bekommen habe. Aber okay. Die hat er sich ja verdient, nicht ich. Oh, da sind sie schon. Kommt. Jo, komm. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt kommen alle beide. So. Ja, komm, schnell, 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 schnell. Was, warum macht der jetzt nichts? So, ein Mistvieh weniger. Aber wir haben schon mal drei Wolfsfälle. So, und komm, wir futtern die hier mal. So. Und komm, den. Dann können wir das jetzt auch noch speichern. Und dann haben wir zumindest die drei. Gehen wir da nochmal hin. Da gab es noch ein paar Sachen zum Sammeln und vielleicht gibt es dann noch den einen oder anderen Wolf. Und ich hoffe nicht der Schattenläufer, also den wir da schon gesehen haben, aber ich hoffe noch vor ihm. Da ist er ja. Huddlerfleisch. So, da sind wieder Blutfliegen, aber keine Wölfe. Okay, das heißt, wir müssen vielleicht den anderen Weg dann nehmen. Um zumindest an ein oder zwei Wölfe heranzukommen. Und das Wetter ist jetzt endlich mal wieder schön. Hat aufgehört zu regnen, immerhin. So, mal gucken, wann die hier despawnen. Beziehungsweise ich will jetzt wissen, was hier unten eigentlich gibt's. Wenn ja hier so unten rum. Gold. Okay, was gibt's denn hier noch? Nochmal Gold, Heilpflanze. Ich glaube, rostiges Schwert können wir bestimmt verkaufen. Nochmal eine Heilpflanze. Noch eine Heilpflanze. Ich habe aber ein ungutes Gefühl hier. Noch ein Dunkelpilz. Noch ein rostiges Schwert. Werden wir von irgendwas angegriffen gleich? Es gibt mir so gewisse Vibes hier. Hammer.
Türhaken. Eine Säge. Silberner Ring. So, ne, das sind Dietriche. Wo ist denn der silberne Ring? Hier. Macht nichts, aber der hat was an Wert. Sonst gibt's hier nichts. So, nochmal ein paar Heilpflanzen. Sind das jetzt die Minecrawler da unten, oder? Ist da auch noch was? Ich glaube nicht. Aber hier gehen wir mal nicht runter. Ich hatte hier jetzt die Sorge gehabt, wir werden von irgendwas angegriffen. Aber wir haben hier ein paar Sachen gefunden, die wir gut verkaufen könnten. So, sonst sehe ich jetzt nichts zum Verkaufen, oder? Nö. Und zwei Gold hatten wir auch noch gefunden. So, dann gehen wir mal verkaufen. Dann müssen wir jetzt nochmal zwei Wölfe finden. Wie viel Erfahrung haben wir jetzt? 1670. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Von selbst ist er nicht da. So, dem können wir was verkaufen, ne? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was wäre für uns. Ne, hier brauchen wir Geschicklichkeit, hier Stärke wieder. Nee. So, den können wir verkaufen. Das. Ein Hammer. Klappmuschel. Klappmuschel. Dietriche. Die Felle behalten wir. Das Zielstein behalten wir auch mal. Hier, leichte Wunden heilen. Nee, die brauchen wir nicht. So, einen Schürhaken können wir abgeben. Ne? So, die Dinger können wir abgeben. Rostige Schwerter. Rostige Axt. So, 102 haben wir schon mal wieder. Immerhin. So, dann können wir... Ist das wirklich wahr? Was war für ihn nochmal die Mission? Information für auf Banditen in Jacks Leuchtturm. Wo sind die vermissten Leute? Der Fischer Farin beklagt den Verlust seines Kumpels Willi. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir gehen immer zum anderen Tor. So, und schauen uns da mal um, ob wir da nicht vielleicht noch ein paar Wölfe finden. Zwei würden schon reichen. Wäre ja ein halbes Dutzend. Das ist ja schrecklich. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wer sagt denn sowas? Beziehungsweise wir könnten auch hier mal lang gehen und gucken, was es hier gibt. Blutfliegen. Okay, und... Ah! Ein Wolf. Zwei Wölfe. Komm. Na komm, hierher. Ja. Yo, nice. Den haben wir. Da vorne ist der nächste. Ja, komm. Jetzt ist er auf dem Weg. So, komm. Nice. So, halbes Dutzend haben wir. Wir können jetzt zum Bogner gehen. So. Das ist immer ein Gut.
Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wo haben wir den jetzt nochmal? Aber ich würde lieber gerne Schmied machen, weil ich bin schon eher mehr der Typ für schwere Rüstung. Und da kann ich mir dann wahrscheinlich die gute schwere Rüstung selber bauen. Wir haben ja jetzt die 5, genau da. 5 Wolfsfälle. So, hier, Bossbär. Wegen der Wolfsfälle? Wegen der Wolfsfälle. Wir hatten uns auf ein halbes Dutzend geeinigt. Aber du hast ja noch Zeit. Geh und besorg die Felle. Ich habe doch. Habe ich nicht genug? Halbes Dutzend? Sind doch. Halbes Dutzend sind doch 5, oder nicht? So. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Okay. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Was? Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, dann brauchen wir aber immer noch ein paar Wolfsfälle. Dann würde ich aber hier bei Harald. Was willst du? Lass uns noch mal über die Sache mit dem Ork. Ach stimmt, den Ork müssen wir noch finden. Für ihn müssen wir den Ork erledigen. So, aber jetzt erst einmal wieder was futtern. So, und noch mal speichern. Den Ork müssen wir noch erledigen. Und Gospas Bogen finden. Und zwar der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Und Belia sprach zu ihm. Und Belia verlieh ihm eines Belia, ey, das ist doch der Schläfer, oder nicht? So, okay, wir brauchen jetzt noch ein paar Wolfsfälle. Hier gibt es ja aber noch ein paar. Hoffe ich mal zumindest, dass hier noch ein paar sind. Einen habe ich da. Ja, genau, da ist schon einer wieder. So. Komm. Ah, komm, triff den doch. Okay, das war jetzt. Das war jetzt. Knapp. So, müssen wir jetzt wieder futtern. So, was ist damit? Ja, die geben auch noch Lebenspunkte immerhin. Feuerwurzel. Dann müsste hier gleich auch irgendwann noch einer hoffentlich kommen. Die Wurzel, ja. Nach Corinnes. Heilpflanze und zur Taverne. Ach ne, eine Ratte. Zwei Ratten. Jo. Okay, Rattenfleisch immerhin. Jetzt muss ich aber wieder futtern. Was ist denn das? Kann ich das einsammeln? Nö. Ich brauche noch ein paar Wölfe, ja? Ein paar. Und ein Goblin. Ja, komm. Okay. Ist das hier schon die Taverne?
Zur Taverne? Zum Leuchtturm. Da geht's zum Leuchtturm und hier zur Taverne. Egil? Ist das hier die Taverne? Kati? Genau das habe ich auch gesehen. Alvarez, Akil, Engaro. Akil, mit dem müssen wir ja mal quatschen. Gibt's Schwierigkeiten? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Okay. Ich glaube, ich speichere lieber hier einmal. Bevor ich mit dem da quatsche. Hey, Alvarez. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Engaro? Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Er stellt sich das immer so. Was will der denn jetzt? Randolph? Hey. Genau das habe ich auch gesagt. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Alle sind gerannt wie die Hasen. Okay. Ich war ganz allein. Ich habe so etwas gar nicht. Hier einfach nur ein Bauer. Man erzählt sich. Was ist mit Kati? Hey. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich weiß nicht, also ich würde eher eigentlich auf der Seite von Lee stehen. Oh, wir können hier ein Dolch, drei Münzen und Käse. Nein, wieder raus bitte. Brot können wir klauen? Ist ja niemand da, der uns beobachtet. Da ist auch nochmal Brot. So. Herd. Okay, wie viel kann ich jetzt so machen? Bis ich alle fertig habe. Dauert aber auch eben. Ah, jetzt haben wir alle fertig. Und hier haben wir noch mal ein paar Schafe. Gut, gehen wir mal wieder runter. Beziehungsweise wir gehen noch mal zurück. Wir müssten jetzt eigentlich genug Felle haben. 6. Das müsste doch reichen. Dem. Wo war nochmal die Straße? Da war die Straße, ne? Wir gehen die Straße entlang. Ah, hier. Das geht auch. Das führt auch zur Taverne. Gut, dann gehen wir in diese Richtung. Ich hätte aber auch gerne schon längst eine Map. Eine Karte. Weil wenn wir hier auf App. Schwerer Ast. Wie konnten wir den übersehen? Denn wenn ich hier jetzt auf M drücke, da passiert noch nichts. Wie im ersten Teil. Wir brauchen erstmal eine Map. Wir müssen die wirklich selber kaufen. Bis wir die überhaupt erst freischalten. Hier ist ja auch noch eine Treppe. Hinter einem Busch versteckt. Da gehen wir nächstes Mal hin. Bisschen gucken. Aber jetzt erst einmal. Hier hat irgendwas gekrabbelt. Die Frage ist nur, was? Gibt es hier oben noch Wölfe? Alter. Macht mir keine Panik, ja? Dunkelpilze? Sumpfkraut. Ah, nice.
gehen wir mal hier hin. Und geben dann mal jetzt die Wolfsfälle ab. Und da läuft er mit meiner Bauernrüstung hier. Unglaublich. Der Greg. Aber ich finde super, wie die Akzente hier haben. Teilweise. Florent. Aber Ino sah, was geschehen war. Doch er betrat das Land. So. Oh, hier, Boss. Boss-Pap. Genau. Wegen der Wolfsfälle? Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Ja, ich überleg's mir, ob ich bei ihm anfange oder bei dem Schmied. Als Lehrling. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Mir hatte das nicht. So, wie viel Geld haben wir jetzt? 167. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Könnte eine bessere Waffe gebrauchen, definitiv. So, wir haben aber auch Bauer in Not. Banditen in Jacks Leuchtturm. Könnte man machen. Eine große Herausforderung. Eine Ork-Waffe sollte als Beweis reichen. Die Frage ist nur, wo genau vor der Stadt ist der Ork? Aber das finden wir in der nächsten Folge heraus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!